Gut, dann geht's jetzt weiter bei der Sonne. Waren wir hier schon drinnen? Nee, ne? Lasst uns mal hier reingehen. Und ja, schauen wir uns das Ganze mal an. Noch mehr von den Viechern. Die scheint's ja hier... Gell. Die scheint's ja hier zu geben wie sonst was. Hä? Botokla hat von irgendwo ein Beleber hervorgezaubert. Okay, danke. Seit wann geben ein Pokémon denn Items? WTF. Also falls ihr einen Beleber braucht am Anfang, hier gibt's einen. Alles klar. Ja, war klar. Ist immer hinterm Haus liegt immer was. Silberstaub. Okay. Das war klar. So, was kann ich hier machen? Kann ich hier anbauen? Also Bären, ne? Nicht, was ihr wieder denkt. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Die Kiste ist bis zum Rand mit Düngemittel. Aha. Wartet mal, da... Ne, da ist nichts. Sah so aus, sah so aus. Okay. Dann noch den Riesenpilz mitnehmen und vielleicht kommen wir später wieder hierher, falls man hier wirklich anbauen kann. Jetzt geht's erstmal weiter. Mein Mauzi hat Mitnahme, ja. So, Tipps für Trainer. Wer versucht, das Pokémon eines anderen zu stehlen, ist ein gemeiner Dieb. Wirf deine Pokébälle nur auf wilde Pokémon. Das ist so, Leute, das ist so. Na? Auf geht's. Du, 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 du. Die gute Lena. Wow. Aha. Na, was setzt man da jetzt wieder ein? Hm. Was zieht ein Schnabel ab? Okay, er steigert seinen Angriff. Ach, das passt. Mit Pflanzenattacken können wir nichts machen. Aber Schnabel haut rein. Hör auf, dich zu boosten, Alter. Ja, tschüss. Ich vergesse aber auch immer, ich habe bei Bautz schon im Kopf, dass der Geist ist. Aber der ist ja noch gar nicht Geist. Das wird ja erst später, ne? Wahrscheinlich erst in der letzten Form. Neue Wiese. Oh, die ist lang. Ja, wer kennt es nicht? Das gute alte Mangunio. Das muss man aber besiegen. Das kam auf mich zu. Das hat bestimmt ein Item. Okay, aber mit was greife ich jetzt an? Ich greife mal an mit... Wusste auch nicht. Mach mal Plattwerk. Ja, ist okay, passt. Und nochmal. Boah, er lebt noch. Scheiße. Schnabel. Da mit seinem Scheiß-Überblick, ne? Und down. Ah, Level 10. Die Gegner werden schon stärker. So, was ist hier? Oh, hier sind immer so 10.000 Wege. Du weißt gar nicht, wo du zuerst hin sollst. Hä, kann ich hier nicht lang? Oh, sieht aber cool aus. Soll ich jetzt da lang? Ja, doch, da ist mein Ziel. Das heißt, ich muss mal merken, hier gibt es ja auch eine Karte. Das bin ich noch gar nicht gewohnt.
Na? So, was setzt der denn ein? Ein Smackbo. Das ist interessant. Vor allem, weil wir können ja erstaunen, ne? Wobei, ja, ich vergesse es immer wieder. Ich habe auch Schnabel. Und eine Flinkklaue. Konfusion. Na, Level 10 oder 11 lernt das Smetbutt schon. So, und jetzt Erstauner. Wie die Flinkklaue einfach immer wirkt. Wow, es reicht nicht. Ich bin stark davon ausgegangen, dass es reicht. Das war Fail. Ah, ich hätte einfach safe spielen sollen, aber ich hatte keine Lust dazu. Oh je. Bautz ist besiegt. Ah, ich spiele lieber ab jetzt immer safe. Okay. Donnerschock. Krass, wie das Smetbo ausrastet. Haut's erstmal Bautz weg, ist klar. Kann man mal machen, ne? So, wie komme ich denn jetzt wieder da hoch? Ah, hier. Ein Beleber. Also, ich krieg immer das, was ich gerade brauche, ey. Hart. So, dann geht's jetzt. Hi. Wie die mich einfach ignoriert. Hi. Danke für den Follow. Wo, was ist das? Das habe ich noch nie gesehen. Was ist das? Wommel. Wommel, Wommel. Wommel. Wommel hat man mal im Chat als Diskussion. Okay. Wommel. Was bist du? Nicht sehr effektiv. Warum ist Unlicht nicht effektiv auf Wurmel? Das ist jetzt die Frage. Weil es eine Fee ist! Ach du Scheiße, wir müssen wechseln. Oder schaffst du das trotzdem, Mauzi? Alter, ich werde hier total plattgewalzt. Wurmel hat Typ Fee. Du Kacke, Alter. Noch ein Follow, danke. Also ich gehe mal wegen der Attacke von Fee aus. Okay, Pichu, du tankst das. Sehr schön. Down. Alter, die rasten aus. Wommel ist toll. Kann sein. Sah auf jeden Fall cool aus. Oh, Tali. Hallo Mulai, wie geht's deinem Pokémon? Prima. Das freut mich. Mein Team könnte allerdings eine kleine Pause vertragen. Ja, meins auch. Los, lass uns ins Pokémon Center gehen. Hier gibt's ein Center? Super. Ja, das passt mir auch gerade sehr gut. Hast du gewusst, dass Kaburiki irgendwie mit der Vegetationshöhle in Verbindung steht? Da darf man nur rein, wenn man einen guten Grund hat. Wie etwa die Inselwanderschaft. Ach ja, kennst du dieses tolle Item schon? Hier, ich gebe dir ein paar von meinen. Beleber, ich werde hier nur mit Beleber zugeklatscht. Okay, mit einem Beleber kannst du kaputte Pokémon wieder fit machen. Übrigens, beim Pokémon-Supermarkt bietet jeder Angestellte andere Items zum Verkauf an. Vergiss das nicht. Bevor ich die Prüfung mache, kaufe ich mir zur Stärkung noch was Leckeres im Café. Ja, werde ich dann auch noch machen. So, erstmal heilen. Bautz braucht dringend eine Heilung.
Und die Pokémon, die keine Teammitglieder werden, werden abgelegt. So. Gut. Dann gibst du deinem Pokémon Bären zum Tragen, fressen sie es im Kampf bei Bedarf von selbst. Ja, hat Mauzi gerade gemacht. Hey du da, du bist doch ein Pokémon-Trainer. Hast du schon ein Habitat gefangen? Wenn ja, würdest du es vielleicht gegen meinen Machrollo tauschen? Nein. Ich habe weder ein Habitat noch will ich ein Machrollo. Ich habe nämlich Shiny Machrollo. Wart nur aufs Bank-Update. Pokémon Supermarkt, was wollen Sie heute kaufen? Na, was hast du denn Schönes? Supertrank, Heilball. Heilball ist interessant. Luxusball ist... Okay. Gib mir mal 5 Luxusbälle, die sehen gut aus. Vielleicht habe ich mal ein Pokémon, was ich unbedingt in einem Luxusball möchte. Und ja... ich nehme auch noch ein paar Heilbälle mit. Gut, dann bin ich erstmal glücklich. Ciao. So. Hab ich mit dir jetzt schon gesprochen? Ah ja, du warst die Habitat. Ich kann mir nicht mal 10 Sekunden was merken, ne? Das ist krass. So, was ist mit dir jetzt? Erstmal im Café ein gemütliches Tension zur Stärkung, bevor es an die erste Prüfung geht. Okay. Hey du da, du kommst doch aus Alola, oder? Ich hätte da eine Bitte an dich. Würdest du mir kurz zuhören? Klar. Vielen Dank, ich rechne es dir hoch an, dass du mir hilfst, obwohl wir uns gar nicht kennen. Also, mein Schnucki und ich verbringen gerade unsere Flitterwochen hier. Schnucki. Aber seit er auf Route 3 zum ersten Mal ein Wurmel gesehen hat, redet er von nichts anderem. Wo wir herkommen, gibt es dieses Pokémon nämlich nicht, weißt du? Mein Schnucki findet offenbar besonders seinen gelben Körper und seine langen Rüssel. Und da kommst du ins Spiel. Bitte fang einen Wommel und zeig mir seinen Pokédex-Eintrag. Ah, quasi das gleiche wie im letzten Center, nur diesmal mit Wommel. Ja, ich hatte eh vor, eins zu fangen, ne? Wenn ich morgens aufwache, liegt immer mein... Was? Koriogel. Ach, ein Koriogel auf meinem Bauch und schläft. Das ist ekelhaft, Junge. So. Wobei meine Katzen pennen auch immer auf mir. Ich kenn das, ich kenn das. So, willkommen. Es ist 15 Uhr. Okay. Dann gib mir mal... Busserate-Tee hat man schon. Gib mir mal Eneko-Kakao. Und da hat man den auch schon. Hm. Gib mir trotzdem mal ein. Bin mir jetzt nicht sicher. So, danke fürs Warten. Ein Eneko-Kakao. Ganz nach Bestellung. Ich glaube, den hatte ich schon. Wechseln die... Gibst du deinem Pokémon Spitznamen? Spitznamen können nur von der Person geändert werden, die das Pokémon zuerst benannt hat. Tauscht man ein Pokémon mit einem Spitznamen, trägt es danach für immer diesen Namen. Überleg ihn dir also gut. Und hier hast du eine kostenlose Dreingabe zu deinem Getränk. Das gibt's nur einmal pro Tag. Dieser Konfekt ist zuckrig, süß und aus Schokolade. Was will man mehr? Ah ja. Immer dieses ungesunde Zeug hier. Du hast einige Pokebohnen erhalten. Sehr schön. Ja, dann sind wir hier erstmal fertig. Wir merken uns, wir müssen einen Wommel fangen und es hier hinbringen. So, warte mal, was ist mit dir? Landet ein Pokémon mit seiner Attacke einen Volltreffer, verursacht die Attacke 50% mehr Schaden. 50 also. Das wurde, glaube ich, auch schon öfter mal geändert. Ach, wäre das Meer nur ein Meer aus Sprudel, dann könnte ich meine Pokémon damit heilen. Lel. So, wo müssen wir jetzt hin? Wir müssen eigentlich dahin, aber hier gibt's auch noch was. Erstmal die Wiese hier. Wow, da ist es ja schon! Ein Wommel! Das ging schnell! Okay, Wummel.
Wir wollen dich fangen. Ich greife mal mit Blattwerk an. Ich will dich ja nicht umbringen. Nicht sehr effektiv. Feenprise. Aua. Und nochmal. Nicht sehr effektiv. Stachelspore. Der will's wissen. So, was haben wir denn da Schönes? Heilball. Hyperball. Luxusball. Nestball. Ich nehme mal Nestball. Und da ist unser Wurmel. Yay! Oh, fast Level up. Gut, ein Wurmel. Registriert. So, es ernährt sich von Blütenstaub und Honig. Da es die Aura von Lebewesen wahrnehmen kann, spürt es, wenn eine Blume bald blühen wird. Cool. Gefällt mir. Ich hoffe, den werden wir in einem anderen Spiel mal benutzen. In diesem leider nicht. Weil ich habe schon eine andere Fee im Kopf, die ich ins Team haben möchte. Aber vielleicht ja in Pokémon Mond. So, hier gibt's wieder Bären. Jawohl. Gönn dir, Junge. Super. Und rein. Dann machen wir das natürlich gleich. So, ich hab einen Wurmel. Ja, ich hab eins. Ah, mit seinen langen Rüssel saugt es also Blütenstaub. Mein Schnucki hat recht, es ist wirklich ganz niedlich. Ja, ne? Jetzt hätte ich selber gerne einen Wurmel. Draußen gibt's welche, fang dir eins. Aber zuerst gebe ich dir mal deine wohlverdiente Belohnung. Wow, man kriegt übelst Geld in dem Spiel. Danke für die Hilfe. Ja, ich guck mal, was noch so in der Wiese ist. Oder ob es wirklich nur Wommel hier gibt. Wäre aber seltsam. Okay, Happy Tag. Da wollt ihr eine tauschen. Kannst aber knicken. Außer man kann kein Macholo fangen. Aber ich gehe nicht davon aus, dass man kein Macholo fangen kann. Von daher fange ich mir einfach selber eins. Nochmal. Jawohl. Nicht umbringen, nicht umbringen. Sehr schön. Genau das wollte ich. So, kleines Habitat. Wir werfen einen Ball. Ich bin es immer noch nicht gewohnt, dass man Bälle auf einer Schnelltaste hat. Danke für den Follow. 100 Sternis für dich. Viel Spaß damit. Und Bautz erreicht Level 14. Oh, plus 3 KP. Es wird immer geiler. KP kriegt das viel übel, ey. So, Happy Tag. Hat keine Alola-Form gekriegt. Warum auch immer. Naja, aus Kacke kannst du halt nicht viel machen, ne? Gut. Happy Tag ist jetzt nicht so das Pokémon, was ich gut finden würde. Aber es gehört dazu. Spitzname nö. Okay. Das ist ein Bärenbaum. Hier geht es nicht weiter. So, dann geht es wohl hier weiter. Hallöchen, ich bin's, Captain Elima. Und meine Prüfung findet nur wenige Schritte von hier statt. Und zwar hier in der Vegetationshöhle.
Noch ein paar Wörter der Warnung. Die Pokémon in der Vegetationshöhle sind ganz schön stark. Du solltest also ein paar Tränke mitnehmen, damit du keine bösen Überraschungen erlebst. In der Alola-Region hat es Tradition, die Inselwanderschaft anzutreten, sich ihren Prüfungen zu stellen und so seine eigenen Grenzen zu testen. Sobald du die Vegetationshöhle betreten hast, kannst du sie erst wieder verlassen, nachdem du die Prüfung bestanden hast. Ja, und was ist, wenn ich versage? Darf ich dann nie wieder raus, oder was? Bist du bereit? Nee. Ich muss meinen Bautz noch heilen. Weil das hat einen Schnabel, oder wurde das geheilt? Nee, dann heile ich mich erstmal noch. Weil wir stehen direkt vor dem Pokesender, warum soll ich das nicht benutzen? Wäre ja Schwachsinn. Okay. Dann bin ich jetzt bereit. So, jo, auf geht's. Also dann, ich erwarte dich im Innern. Okay. So, wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir gucken noch, ob es hier noch welche, noch weitere Pokémon gibt. Und im nächsten Part gehe ich dann da rein. Da fangen wir nämlich mit dem Part so an, dass ich da reingehe. Das gefällt mir nämlich besser. Okay, Happy Tag. Ja. So finde ich das besser. Vor allem, wenn die Happy Tags hier schon so knallen, ey, was geht denn da drinnen dann? Oh je. So, also Happy Tag kennen wir ja schon. Gibt's nur Wommel und Happy Tag hier in der Wiese? Ja, noch eins. Na gut. Dann ist das halt so. Okay, Leute. Dann danke fürs Zuschauen. Daumen nach oben wäre nett. Im nächsten Part werden wir die Prüfung bestreiten. Und ja, schaltet wieder ein, ne?